Seit Jahrtausenden terrorisieren sie den unaufmerksamen Minecraft-Spieler. Sie kommen wie aus dem Nichts und schlagen mit explosiver Gewalt zu. Das sage ich immer zu meinem Dad, wenn er mir sagt, dass Facebook und WhatsApp so unsicher sind. Und doch, oder vielmehr deshalb, gehören sie zu den bekanntesten Kreaturen der Gaming-Welt. Die Creeper. Allein das zischende Geräusch treibt wohl dem ein oder anderen Veteranen den Angstschweiß ins Gesicht. Aber was steckt hinter seinem zerstörerischen Image? Bist du bereit, Dinge zu erfahren, für die dir nichtmals eine passende Frage einfällt? Hier kommt Science of Minecraft, präsentiert von Johnny Bridge. Danke. Seit dem Release von Minecraft im Jahr 2011 gehört der Creeper zu den ikonischsten Elementen des Spiels. Seine Alleinstellungsmerkmale sind, er ist grün und er macht Wurm. Aber warum zeigen Creeper dieses kamikazehafte Verhalten? Lange war sich der Mensch darüber im Unklaren. In vielen Religionen der Welt trat der Creeper als Botschafter einer zerstörerischen Gottheit oder als Verbündeter Satans auf. Ein Besuch eines Creepers galt als göttliche Strafe oder in manchen Fällen auch als Epic Prank böser Hexen. Die ersten Aufzeichnungen dieser Kreaturen sind jedoch weitaus älter und stammen aus uralten Zeiten. Buchstäblich in Stein gemeißelt von einer längst vergessenen Kultur. Unter dem Sand der minecraftonischen Sonne verborgen liegen tausende aus Sandstein gemauerte Pyramiden. Eine Zivilisation, die imstande ist, solche Monumente zu errichten, dürfte wohl einiges an Wissen über den Creeper auf Lager haben. Doch die Spuren nach diesem Wissen scheinen im Laufe der Jahrtausende im Sand verlaufen zu sein. Ja, mal schade. Wenigstens habe ich meinen Kopf zurück. Und glücklicherweise endet unsere Suche nach Antworten nicht im Staub der Vergangenheit. Heute ist es uns sogar möglich, in den Creeper hineinzuschauen, dank einer bahnbrechenden Technologie namens Spectator Mode. Ich präsentiere die Sicht eines Creepers. Bei ihm ist alles im grünen Bereich. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Aber das ist längst nicht alles. Denn durch eine intensive Analyse der Nukleotidsequenzen, gewonnen aus einer Gewebeprobe, die dieser Typ mit diesem Messer aus diesem wie durch ein Wunder nicht explodierten Creeper herausgesägt hat, konnten wir feststellen, die Creeper-DNA zeigt eine fast vollständige Übereinstimmung mit Schweinus longus, besser bekannt als Hausschwein. Für viele Biologen gibt es dafür nur eine Erklärung. Der Creeper entstammt aus einer genetischen Mutation. Darf ich vorstellen, der Proto-Creeper. Wie sowas nur passiert? Neben der Aufdeckung genetischer Verwandtschaften war auch die Anatomie des Creepers ein wichtiges Forschungsziel. Und nach jahrzehntelanger Arbeit konnte endlich ein plausibler Vorschlag gemacht werden. Trotzdem gibt es, auch nach all den Jahren, viele Punkte, die weiter ungeklärt bleiben. Wie zum Beispiel seine panische Angst vor Katzen. Keine Ahnung, wo die herkommt. Kommen wir aber zurück zur initialen Frage. Warum explodieren Creeper? Wir haben 6 Creeper über ein Jahr lang beobachtet, um deren Verhalten genauer zu erforschen. Die Walachei. Eine der einsamsten Regionen unseres Planeten. Der perfekte Ort für einen noch nie dagewesenen Feldversuch. Außerhalb der Einflüsse jeglicher Zivilisation lebt hier die wohl größte Creeper-Population der nördlichen Hemisphäre. Über 200.000 Exemplare durchstreifen, laut grober Schätzungen, diese Wälder. Von unserem sicheren Camp aus galt es, möglichst viele Creeper mit Peilsendern auszustatten, um deren Positionen per Journey Map zu kartieren. Die zentrale Frage: Was machen Creeper, wenn sie keine Spieler um sich haben, die sie angreifen können? Nach 2 Wochen hatten wir 6 Creeper markieren können. Genug, um aussagekräftige Daten erheben zu können. Nach einem Jahr KGB-tauglicher Vollzeitüberwachung konnten wir endlich die Peilsender auslesen.
Tatsächlich zeigten alle 6 Creeper das gleiche Verhalten. Sie blieben stets in einer Art Revier, wo sie friedlich umherstreiften, immer auf der Suche nach Nahrung. Weitere Beobachtungen haben ergeben, dass Creeper sich unerwarteterweise von Karotten ernähren. Eine Wendung, die durchaus logisch erscheint, wenn man seinen hohen Verwandtschaftsgrad zu Schweinen in Betracht zieht. Aber wenn es nicht die Nahrungsbeschaffung ist, weshalb Creeper Jagd auf Menschen machen, was in aller Welt ist es dann? Da war sie wieder. Die Frage, mit der alles angefangen hat. Die Antwort dämmerte uns, als wir uns erneut in die Walachei aufmachten. Wo vor 3 Jahren noch tausende Quadratkilometer Wald waren, erstreckte sich vor unseren Augen eine endlose Ödnis aus Baumwollfeldern und Marihuana-Plantagen. Nach Jahrtausenden der Unwissenheit war das Rätsel gelöst. Es ist ein selbstloser Akt der Verteidigung, um der unnachgiebigen Zerstörung seines Lebensraums ein Ende zu bereiten. Der große Charles Darwin hat einmal gesagt, alles, was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand. Es kann nicht schaden, wenn wir uns das mal ins Gedächtnis rufen, bevor wir in einem unfreiwilligen TNT-Run gegen die Zeit enden. Das war's von unserer Seite. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um die nächste Folge von Science of Minecraft nicht zu verpassen. Bis dann!